Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tom Firlei und heute zeige ich Ihnen, weshalb die langjährige Trendfolgeaktie Amazon oder Amazon die monatelange Kurskorrektur abgeschlossen haben könnte und welches theoretische Aufwärtspotenzial sich daraus ergibt. Wie immer der Hinweis, Gewinne in der Vergangenheit sind kein Garant für die Zukunft. Aber Depots mit langjährigen Trendfolgeaktien, die in der Vergangenheit einen stabilen Aufwärtstrend zeigen, sind bewiesenermaßen erfolgreich. Also zu Amazon. Es gibt wohl wenig Menschen, die Amazon nicht kennen und oder noch nie etwas dort bestellt haben. Schließlich ist Amazon ein international führender Online-Versandhändler. Der Marktanteil von Amazon in den USA liegt etwa beim Online-Einzelhandel bei 70%, in Deutschland bei etwa 50%. Und wie Sie vermutlich wissen, finden Sie bei Amazon fast alles. Bücher, Musik, Spielwaren, Elektronik in sämtlichen Facetten, Software bis hin zu allen denkbaren Geräten, die Sie für Küche, Haus, Garten und so weiter brauchen. Es gibt also fast alles bei Amazon zu kaufen. Daneben hat Amazon auch hauseigene Produkte wie einen tragbaren E-Reader oder das Video-on-Demand-Angebot Amazon Prime Video oder Tablets oder die Streaming-Sticks mit dem Namen Fire und, wer kennt sie nicht, das Spracherkennungssystem Alexa haben sie wahrscheinlich auch selber schon einmal ausprobiert. Ein ganz wichtiges Standbein ist die Cloud-Plattform Amazon Web Services, kurz AWS. Mit diesem Service bietet Amazon seinen Kunden umfangreiche Funktionen, zum Beispiel im Bereich Datenmanagement. Der Vorteil, der Kunde, meistens eben Unternehmen, also der Kunde muss sich im Optimalfall keine eigene Infrastruktur mit Software, Datenspeicher oder Datenbanken aufbauen, sondern nutzt dies alles über die Cloud-Plattform von Amazon. Von Amazon Web Services, also AWS, erwartet sich Amazon in den nächsten Jahren natürlich steigende Umsätze. Vor allem auch wegen dem immer größeren Datenhunger, der sich aus zahlreichen Projekten aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz ergeben wird. Unterm Strich hat Amazon im letzten Jahr einen Rekordumsatz von 514 Milliarden Dollar erzielt. So, jetzt schauen wir uns den Chart der Amazon-Aktie an. Und zwar zunächst einmal diesen Chart hier. Das ist der 10-Jahres-Chart. Und wie Sie erkennen, trotz der Kurskorrektur hier, gewinnt der Kurs der Amazon-Aktie, der hat sich hier allein in den letzten 10 Jahren eben verzehnfacht. Wir schauen uns hier den Chart in Euro an, schließlich investieren wir ja auch in Euro. Zumindest in den meisten Fällen tun wir das hier in Deutschland, in unserer Heimatwährung. So, Sie sehen hier die Kursentwicklung der letzten Jahre. Also wer genau vor einem Jahr eingestiegen ist, im Mai 2022, erzielt hier einen kleinen Gewinn, eben seit 2 Jahren noch einen Verlust. Aber in den letzten zehn Jahren wurde eben ein Gewinn von 929% erzielt, also Gewinn von 929%. Damit hat sich also der Kurs mehr als verzehnfacht. Das wiederum spiegelt sich hier in einer durchschnittlichen Jahresrendite wider. Und schauen Sie sich das mal an. In den letzten 10 Jahren hat Amazon eine durchschnittliche Jahresrendite von 26% erzielt. Sie können diese durchschnittliche Jahresrendite mit Zinsen und Zinseszinsen mit Ihrem ja hoffentlich nicht vorhandenen Sparbuch vergleichen. So, langfristig sind das natürlich sehr gute Ergebnisse. Die große Frage ist natürlich, was passiert, wenn die Kurskorrektur jetzt tatsächlich vorüber ist und die Amazon-Aktie wieder zu alten Höhen aufsteigen kann. Da habe ich hier mal in diesen Chart hier vorbereitet. Ja, Sie sehen hier 2 Aufwärtstrendkanäle.
In diesen Phasen hat sich der Kurs der Amazon-Aktie hier natürlich vervielfacht. Dann sehen Sie hier, ja, fast kaum erkennbar, der Corona-Crash und dann die starke Rallye. Aber seit Juni 2020 ging es dann lange Zeit seitwärts und dann schließlich ab November 21 startete hier eine starke Kurskorrektur. In der Spitze, auch wenn das so kaum erkennbar ist, in der Spitze verlor die Amazon-Aktie etwa 50% an Wert. Doch seit Jahresanfang 2023 geht es wieder aufwärts. Aktuell steht der Kurs bei etwa 108 Euro. Das Allzeithoch liegt bei etwa 160 Euro. Daraus ergibt sich ein wohlgemerkt theoretisches Kurspotenzial von etwa 48%. So, entscheidend ist, ich habe hier auch mal diesen Aufwärtstrendkanal weitergezeichnet, der eine ähnliche Steigung hat wie eben diese beiden Aufwärtstrendkanäle. Also sollte sich der Kurs ähnlich verhalten wie hier in der Vergangenheit, dann könnte der Kurs bis Jahresende in etwa tatsächlich ein Allzeithochniveau erreichen. Wenn es etwas gemächlicher nach oben geht, dann wäre das im Sommer nächsten Jahres möglich. Ganz klar und natürlich auch in diesem Zusammenhang wichtig, ein Bruch unter diesen Aufwärtstrendkanal ist natürlich oder wäre besser gesagt natürlich negativ zu werten. Ja, meine Damen und Herren, soweit also zur Kursentwicklung der Amazon-Aktie. Also in meinen Augen ein kurzes Fazit dazu. Amazon gehört mit einer Marktkapitalisierung von etwa 1,1 Billionen neben Apple, Microsoft und Alphabet, vormals Google. Also Amazon gehört zu den allergrößten Unternehmen der Welt. Sollten die Börsen jetzt wieder in etwas ruhigeres Fahrwasser übergehen und die Zinserhöhungsorgie in den USA sollte ihr Ende finden, oder vielleicht hat es das so bereits gefunden, wird sich herausstellen. Also wenn die Börsen wieder in ruhigeres Fahrwasser übergehen, dann stehen die Chancen gut, dass auch Technologiewerte wieder zurück zu alter Stärke finden werden. Die ersten Schritte sind ja dazu, wie Sie bei vielen Kursen ja sehen, auch bei den genannten Aktien, eben wie Amazon, Apple und Microsoft. Die ersten Schritte sind da ja bereits getan. Also nochmal zur Sicherheit. Eine einzelne Aktie kann immer wieder in Schieflage geraten. Doch ein Mix mit langjährigen Trendfolgeaktien in einem Depot dürfte langfristig zum Erfolg führen. Falls Sie meinen täglichen Newsletter Investors Daily noch nicht erhalten, nutzen Sie für die kostenlose Anmeldung einfach den Link in der Infobox unter diesem Video. Und wenn Sie kein Video mehr von mir verpassen wollen, dann abonnieren Sie hier gerne den Kanal des Investor Verlags. Bleiben Sie dran. Viel Erfolg an der Börse, Ihr Tom Fairley.